Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu The Division. Yeah, und ich bin noch nicht alleine mit dabei, hört schon wieder. Der Onkel Gamma GP, grüß dich. Ja, hallo, hallo. Yeah. Und der Grazi, der Crazy Freak. Alter, ich komm da nicht drauf klar, Alter. Hallo, liebe Freunde, so voll in der Action, weißt du? Ich komm da nicht drauf klar, Alter. Das geht immer, nee, bei Rivano geht das immer so ganz, ganz so. Hallo. Da muss er mal im Titel, yeah. Jetzt hab ich bei der, jetzt hab ich bei der Diablo, jetzt hab ich bei der Diablo mal reingeguckt am Anfang auch. Yeah! Ja, so ist das, ne? Das läuft. Ja, Achtung, lass den Hund bitte leben, ja? Jetzt kriegst du wieder Kommentare, du bist ein Hundekiller. Und da seht das, die Freunde, schießt nur auf Ratten heute. Schrei nicht so. Richtig. Ich sag ja, der hat ein übelstes Organ drauf. Multi-Organ. Guck mal, der Hund. Guck mal, der Hund liegt hier rum. Mit dem los. Keine Ahnung, der war müde. Ja, ja. Bleigefüllter Hund. Ja, erzähl mal was. Wir gehen jetzt gerade zum Kopfgeld. Michelle Mason. Sie hat gesagt. Guckt ihr unter dem Fenster? Ist eine Killerin. Vielleicht nicht. Oh, ich hab die Lampe ausgeschossen. Das Licht ausgemacht. Das ist eine Puppe, ne? Das sieht, irgendwie sieht die gefährlich aus, die Puppe. Gefällt mir nicht. Da oben im Fenster ist diese Puppe, sieht aus wie aus einem Horrorfilm, hast du schon gesehen? Hier, komm her. Das ist ein Hase, Mann. Nein, hier ist eine Puppe, komm her. Ja, das ist wenn ein ich. Hase. Nein, das ist eine Killerpuppe, komm her. Wo? Bist von hier, da ins Fenster. Ich schieß mal dahin. Guck mal, da rechts ist das kleine Ding, das ist voll die Killerpuppe. Ach so. Ach da, da eben. Übel, ne? Richtige Killerpuppe, ja. Was der alles sieht. Na, Augen wie ein Luchs da. Die hat mir angeguckt, die Kellerpuppe. Oh Gott, hier ist leicht. 2 bis 4 leicht, okay. Sind wir hier richtig? Gott, hier ist leicht. Oh mein Gott, ich will's nicht leicht haben. Ich will's nur schwer haben. Achtung, die ist verletzt. Ich scanne sie. Erste-Hilfe-Paket in den Arsch gedrückt. Ich werde für sie beten. Er betet für uns. Du sollst sie doch nicht scannen, du sollst sie nur die Klamotten abnehmen. Hä? Was hast du bekommen? Was Graues. Irgendwas Schlechtes. Habe ich nicht geguckt. Nichts Besonderes. Alles, was nicht blau ist, ist nichts Besonderes. Würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ja, grün ist auch okay. Blau ist nichts Besonderes. Bist du bescheuert? Nein, alles, was nicht blau ist, ist nichts Besonderes. Achtung, Gegner, Animals. Das benutze ich auch schon lange nicht mehr. Alter, hast du den Kadaverkörper gesehen, wie der gerade ein Salto gemacht hat? Übel. Kadaverkörper. Das war fantastisch, fand ich auch. Ja, im Geschäft drin. Wir haben Souvenirladen. Alter. Wo ist der Penner? Steckt sich hier in den Tunnelsack. Gleich vorbei. Ich hab glaube ich hier am Rücken geballert ausgesehen. Der übelste ist Delay gerade. Ich schieß auf den irgendwie erst 5 Sekunden später als abgezogen. Alter. So macht man das. Das ist Wahnsinn. Warum hast du ein Delay? Sieht doch nicht. Der Crazy, der hat ein Delay. Lay, lay, Hölle, Hölle, Hölle. Warum denn Hölle? Delay, Delay, Delay. Hier waren wir schon mal. Ach, wir waren schon überall. Hier die Tür ist. Die Gebäude sind alle gleich. Nee, wir waren definitiv noch nicht überall. Doch. Ja, hier auf jeden Fall, weil hier die Tür schon offen ist. Vielleicht hat die eine offen gelassen und wir waren trotzdem noch nicht hier. Ja. Vielleicht. Grazi, wo bist du? Ich bin da. Hallo. Ach Leute, holt die Hartgeschütze raus. Genau so. Medipack, Medipack, Medipack. Oh, der Nebel sieht jetzt aber geil aus hier. Der Nabel, der sieht richtig gut aus. Ich sehe nichts, bin geblendet. Weil oben noch welche sind. Wer ist oben? Oh. Ich komme! Nennt sich da oben sind sie. Ja, ja. Von der Bridge kommen die runter. Diese Mistkerle!
So. Eiskalt genießen hier. Gar kein Problem. Alter. Lass doch über die Tasten locker, aber so lange noch mal gespielt hat, vergisst man voll Tasten. Ja, Tasten, ja. Tasten. Ich hab das hier eigentlich relativ drinne. Also bei der Division geht's eigentlich. Ach, du hast heimlich geübt hier. Hast du heimlich geübt. Bei Dings oder so, bei jetzt, wenn ich jetzt Watch Dogs oder so spielen würde, wäre es glaube ich schlimmer. Glaube ich. Oder also UFC. Bei so Action Adventure halt, ja, oder UFC, da wäre es glaube ich. Ja gut, UFC geht eigentlich, weil das eigentlich relativ easy ist. Ich hatte voll die Probleme von UFC auf WWE, ey. Boah. Naja. Das ist ja eine komplett ganz andere Steuerung. Ja, so. Du, ihr, also seid ihr jetzt echt doof oder was? Was denn? Ja, aber UFC ihr redet von Division geht zu Watch Dogs, alles beides, und dann geht auf einmal zu UFC, aber das ist natürlich ganz normale Steuerung, ist alles gleich, aber wenn du von UFC zu Wrestling gehst, oder zu WWE, dann ist es eine komplett andere Steuerung. Was? Das spielt sich doch ja, auch genau. So war's. Er kommt ja mal da hinten, oder was? Er ist ja voll überladen, ne? Ganz der Onkel läuft langsam. Warum rennst du so langsam? Weil ich nicht renne, weil ich normal gehe. So, das ist das hier, ne? Du bist stark. Am Sprint. Mhm. Ach, hier müssen wir hin. Lass den mal ruhig liegen am Boden, ist gar kein Michel Problem. Michel Madison, Leutnant, Leutnant. Michel 2, Leutnant, neutralisieren. Achso, wir müssen die Leutnants. Boah, geil! Kriege ich Weihnachtsstimmung hier. Leutnant, ja. Oh, Entschuldigung. Aber ich finde, vielleicht, die hätten sogar. Achtung, das sind Gegner. Wollen wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger machen bei einer Mission oder so? Die kümmern sich einen Scheiß. Also, Deckung? Seid ihr alle in Deckung? Habt ihr alle ein Schussfeld? Ja. Wollen wir? Okay, ich schau die Waffe rein. Los geht's. Hallo! Da. Ah, das ist ein Gelber. Ein Boss. Big Popper. Boah, der hat aber auch ein Geschoss. Take it easy. Da war irgendeiner mit einer Granate auf dem Kopf. Oh, das macht nichts. Ey, das sind Geschenke unter Weihnachtsbaum hier unter dem Brunnen. Will einer ein Geschenk? Ich hab meine Waffe hochgejagt. Also meine. Ja, ich er hat seine Waffe hochgejagt. Ja, ja, hab ich. Hier ist eine Auffüllkiste. Irgendwo. Warum? Wo? Okay. Ah, hier. Was? Wie? Warum? Hä? Da ist eine Auffüllkiste. Weil da ein Endgegner ist. Hier ist eine Auffüllkiste, warum? 265 Schuss habe ich rausgeballert in 2 Minuten, Alter. Hier ist auch was, guck mal. Das interagieren. Die Division ist ein Shooter, warum? Ja, aber ich bin voll. Ja, ich auch. Und Crazy hat keine Lust. Hm? Ja, ich würde auch mal warten. Ich würde nicht. Ja, ist richtig, ist richtig. Ja. Okay, warte, ich kann nicht die Waffe. Warte, ich geh mal auf die andere Seite. Ja, warte, ich zücke die Waffe im Moment. Ey, warte doch mal! Ja, ballert mir schon wieder los! Ach, wir waren immer. Ich hab nicht geschossen, alles gut, ich hab mich verdrückt. Ich will nicht gucken. Ich hab noch nicht gezündet. Ja, er, der Qua-Onkel jetzt! Der da los. Oh, ich bin überhaupt nicht losgerannt. Habest du losgerannt? Habt ihr so gesehen, auch gerettet vor, ihr habt sogar auf Video. Nein, ich bin nicht vorgerannt. Ich bin nicht vorgerannt, ich musste bloß ziehen meine Waffe, da musste ich schnell rangehen. Alter, was ist denn hier kaputt? Ja, super. Das ist voll. Die Bastarde müssen hier weg. Die Bastarde dann müssen ich die hier. Dann hab ich meine scheiß MG oder in den verfickten Brunnen geschmissen. Boah, meine Waffe verzieht aber echt gut. Boah, den haben wir zerlünscht. MP7 habe ich bekommen, mega nice. MP7. Du musst gleich mal auffüllen. Tja. Ich bin nicht vorgerannt. Ja, du Arschloch, hast wieder so viel gequatscht, dass du mir nicht zugehört hast, du kleiner Wichser. Boah, wie ich das leiden kann. Immer dieses, wenn man was erklärt, dann immer das weiterquatschen und dann danach es wieder behaupten. Wer denn? Du! Wieso? Gar nicht! Weil du deine Erklärung wieder verquatscht hast. Doch! Du hast versucht, deine Waffe zu retten. Ich hab überhaupt nicht versucht, meine Waffe zu retten, du Vogel. Soll ich eine Waffe retten? Du bist auf jeden Fall vorgerannt. Naja, nicht wirklich.
Ja, ein bisschen. Aber ist ja wohl, ich habe ja auch daneben geballert. Achtung, die haben eine Kanone, eine verdammte. Nee, der gesagt hat, die haben. Wenn der Gegner gesagt hat, die haben eine verdammte Kanone, dann wird es wohl so sein, dass wir eine verdammte Kanone haben. Ja, nein. Oh, doch. Der oder die hoch da oben. Ja. Sniper. Ja, wir haben gute Waffen. Was? Hoch? Ah, hier geht's hoch. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, hier bewegt sich. Doch, die Michelle Manson. Da oben ist er. Die ist voll verwirrt, ist die Alte. Gar kein Problem. Ja, halt. Nur einfach. Der hier oben ist weg. Oh, habt ihr das aus dem Leben gebombt? Was macht denn das? Nein. Gute Braut. Geht immer weiter weg, die Alte. Ja, weil sie Angst hat. Weiter weg kann sie aber nicht. Und da ist er tot. Und das war jetzt die gefährlichste Kopfgeldjägerin. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Also, machst du ja mal recht. Alleine, ne? Dann ja, stimmt schon. Mit unseren Killer-Mutanten-Waffen. Waffenteile? Hey, ich will auch yes. Waffenteile, alle Waffenteile. 12 Objekte habe ich bekommen, Leco Mio. Kiste. Verstellbarer Holster. Ich habe aber kein ordentliches Loot jetzt gekriegt von der Ulle. Na doch, die hat was. Ich hab nichts. Ich hab Muni gekriegt. Wow. So, okay, warte mal, ich bin jetzt Level. Ich würde sagen, ab Level 14 oder so mache ich dann. Hör ich halt auf mit Waffen zerlegen. Ich würde sagen, noch ein paar Level oder ab Level 12 oder irgendwie so, ich hab keine Ahnung. Oder verkaufe ich lieber? 12 neue Objekte. Ich verkaufe auch lieber. Ich habe. Okay, ich habe alles begutachtet, belutscht und jetzt geht's weiter. Olle Pistel. Beglupscht hab ich's. Laser. Okay, welche Mission? Und. War ja eine coole Mission, so Kopfgelder gefallen mir. Die Alte erstmal weggeballert, ja. Ich guck grad mal mein Inventar an, was ich alles so hab. Vielleicht was Besseres hab, ne? Ich hab 12 neue Sachen bekommen, aber alles. Naja. Nicht so toll. Was hast du bekommen? Irgendwas, 12 neue Sachen, aber alles Rotz. Ja, meiner freut sich. Ja, weil meiner klatscht gerade, weil er so viele Sachen bekommen hat. Und ich habe auch nur Rotze bekommen. Kannst du alles wegschmeißen. Aber egal, ich verkaufe den Scheiß und was soll ich machen mit dem Geld? Achtung, Crazy, der Onkel ist abgehauen. Komm schnell hinterher. Der ist doch nicht abgehauen. Was du machen sollst mit dem Geld? Ja, nee, ja, da werde ich mir neue Waffen kaufen. Ist nur ein Vorschlag. Ich baue mir eine ganz gute. Bauen. Ach, halt, stopp. Halt, stopp. Was hast du denn? Karte. Achtung, Karte. Ah. Aha. Halt, stopp. Warte, wir machen erstmal das hier, komm, scheiß drauf. Wir stehen zwar neben der Mission, aber. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Für Ruhe. Mein Gott, es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten, aber die sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Klar, müssen wir Ostereier suchen. JTF-Angriff. Ah, okay. Haben wir das wieder? Mit dem JTF-Vogel. Wo bist du denn? Ja, ihr seid falsch rumgelaufen. Nee, die Mission ist hier. Ich habe doch extra nicht die nahe Mission genommen. Da steht Rettung Private O'Brien. Er wird sogar angezeigt. Das ist falsch. Wollen wir retten? Wir sind den Pfeil lang gelatscht. Nein. Okay. Nachschublieferung. Naja, Schild sie, ne? Achso, ich dachte, ihr habt jetzt die. Ich habe nämlich extra die nahe Mission nicht genommen. Ne, ja, wir sind den Pfeil lang gelatscht und dann sind wir halt da. Ja, lang gekommen. Ja, ich weiß schon. Deswegen bin ich in der anderen Richtung gelaufen. Egal. Du darfst hinter mir hinterher latschen, Herr Revano. Ja, ich komm. Ich luf. Du hast gerade einen liegen lassen. Die Gönn. Die arme Sau. Und einer. Ja, Quatsch. Huh. Lala. Gar kein. Tot. Die
alle hinter. Da, die Waffen. Ah, da sind die Medikamente drin, ne? Rüber. Ein bisschen rüber. Ey, die beschießen unsere Ware. Sind die. Wenn wir mit Raketen drauf schießen. Hier oben. Oben. Müsli-Riegel. Hier sind leider hoch. Ich komme. Komm, schletter, schletter. Kletter schneller. Kreis. Oh, wir waren und geht er weg, Alter. Ja. Benny von dir erzählen, wenn ich ihn sehe. Das würde ihm gefallen. Immer zu spät, wenn wir schon fertig sind mit allem. Stehen wir schon an der Straßenecke. Ey, die schießen noch. Warte mal, komm, wir warten. Und kommen sie weg, kommen die alle angerannt. Yeah! Faulenz, ich weiß es nicht. So, Karte. Gut, ey, wir sind voll die Abschließen. Ja, Karte. Mach mal irgendwas mit 60 Punkte kriegen. Halt's mal! Ich hab schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute waren als Geiseln festgehalten. Ja. Oh, Geiseln. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Aber, ey, hör doch mal auf, um alles zu verquatschen. Ich war mir echt zu schlimm. Ich hab gesagt, Geisel retten. Ja, du sollst nicht alles verquatschen. Mehr hab ich nicht gesagt. Ey, der Draht in der Hand. Können Sie damit woanders hinziehen? Vega. Hier ist, Dings. Wäschzoi, ja. So. Ja, ihr seid schon an einer Kiste vorbeigerannt. Okay, so ist es. Du musst direkt daneben. Sonst, nicht. Hier ist noch eine Kiste. Oh, blaues Werkzeug ist eine Ecke. Das müsst ihr euch mitnehmen. Bei dir ist es blau. Klären. Unterschiedlicher Loot. Oh. Ja, kann ja sein, dass ihr auch was Blaues kriegt. Bin ich halt nur der Gute, der Blaue. Nein, nein. Vielleicht erklärt es dir einer von den Abonnenten mal in den Kommentaren. Hinten müssen wir lang, Quasi. Wissen wir? Weil ja. Der Pfeil ist hier. Nicht. Nee. Da, wo der Onkel. Der tut er nicht. Wissen wir das? Er klettert wieder über das Ding drüber. Mega nice. Guck mal hier, der Kopf von uns. Der wurde erschossen im Auto. Mega. Ich lass das mal. Halt, Stopp, hier ist ein Telefon irgendwo. Hä? Hat sogar ein Telefon angezeigt. Auf der Seite? Im Geburt. Da kommen wir nicht rein. Hä? Kannst du nicht schreiben? Ja, weil da ist ein Pfeil nach oben. Da kommen wir noch nicht hin. Das wird wahrscheinlich Teil der Mission sein, irgendeiner. Okay. Das ist alles scheiße, sagt sie. Hier ist auch noch was zu sammeln. Ich flehe Sie an, bitte. Und zwar? Da. Ah, korrekt. Stoff. Mega geil. Holen wir uns mal eben alles raus hier. Stoff. So, liebe Freunde, und ehe wir zur nächsten Mission gehen, würde ich sagen, treffen wir uns hier auf der Straße und machen erstmal hier wieder den Part zu Ende. Stoff habe ich mir eben noch reingeschossen hier. Ich habe mir auch den Stoff reingepfiffen, jetzt geht's mir gleich viel besser hier. London Terrace steht da oben. Wir sind Terrasse. Woanders. Ich glaube, wir sind in Chicago, habe ich mal gehört. Nee, New York, so rum. Hallo. Ich guck den Onkel an. Hallo. Hallo. Einmal rangezoomt, schauen wir uns sein Gesicht. Du schau doch mal in sein Gesicht. Achso, ja. Na, was ist jetzt drüber? Ja, ich dachte, ihr wollt noch was sagen. Ja, liebe Freunde, hat wieder richtig Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Gamercheck LP am Kanal vorbei. Viele, viele Projekte laufen da, genauso wie bei Crazy Freak und bei mir, Revano. Und dann würde ich sagen, freue mich beim Morgen wieder zur nächsten Folge. Und ihr habt mich aus dem Konzept gebracht, hier mit euren Rumgeballer. Bitte, bis dann. Ciao. Tschüss.